Deswegen finden sie das als Hauptargumentation und negiert wurde, dass es danach abwärts geht. Je teurer der Deal, desto höher die Provision für die Investmentbank. Notheis musste nur darauf achten, dass keiner den Preis nachprüft. Auch hier hatte der Banker vorgesorgt. Noch eine Bitte. Und es ist wirklich wichtig, dass du das auch so exekutierst. Du wirst Anrufe von zahlreichen Banken bekommen. Mangold für Rothschild, Späth für Merrill Lynch, Ackermann und andere. Bist plötzlich deren bester Freund. Sie werden dich drängen, ihnen ein Mandat zu geben und werden anbieten, eine Fairness-Opinion sogar umsonst zu machen. Du musst das alles ablehnen. Sie finden in den Standards, die es gibt zu Fairness-Opinions, es gibt zwei Standards bei uns dazu in Deutschland, finden Sie den ganz dringenden Hinweis, dass derjenige, der als Berater eine Transaktion berät, dass derjenige die Fairness-Opinion nicht machen soll, weil der Berater natürlich ein Interesse am Gelingen der Transaktion hat. Und deswegen gehört es zum guten Ton, dass die Fairness-Opinion jemand anders macht. Und das ist wohl die Sorge, die sich in diesen E-Mails ausdrückt. Er hätte den Deal kurz vor Vertragsunterzeichnung fast zum Scheitern gebracht. Andrei Bykov. Für die Franzosen war er ein Risiko. Denn der russische Lobbyist hatte mit der NBW umstrittene Verträge geschlossen. 300 Millionen Euro hatte Bykov erhalten, um für die NBW Energiegeschäfte im Osten anzubahnen. Insgesamt gab es 34 Verträge in den letzten Jahren. Durch die Verträge mit der NBW konnte man vernünftiges Geld verdienen. Und für dieses Geld habe ich Projekte in 50 Regionen Russlands realisiert. Das war viel Arbeit. Bykov steckte das Geld aus Baden-Württemberg in eine Stiftung, ließ damit Dutzende Denkmäler und Kirchen in ganz Russland bauen. Kirchen mit Inneneinrichtungen aus Gold, bezahlt von den süddeutschen Stromkunden. Aber ging es dabei wirklich nur um Wohltätigkeit und Nächstenliebe oder auch um Steuerhinterziehung und Korruption? Die Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt. Mit diesem Problem wollen die Franzosen nach dem Deal nichts mehr zu tun haben, verlangen die Mitarbeiter der EDF von jeder Haftung freizustellen. Dirk Notheis wird wütend, schreibt an René Prolio. Wenn dem Ministerpräsidenten klar wird, dass hier Spielchen gespielt werden, kann ich für nichts mehr garantieren. Unterschätzt nicht die Macht dieses Mannes. Er kontrolliert 30% der CDU-Parteitagsdelegierten und kann mit seinen Truppen Angela Merkel töten. Der Tonfall mutet an wie Händlersprache. Das ist unter Händlern geht es mitunter recht rau zu. Da wird auch gerne mal etwas härteres Vokabular rangenommen. Es ist auf der Führungsebene aber eigentlich sehr, sehr unüblich. Die Banken versuchen das eigentlich auch zu unterbinden, indem sie mittlerweile zumindest international tätige Investmentbanken unterhalten, sehr oft auch Mailfilter, die mit Zustimmung der Mitarbeiter entsprechend aktiv geschaltet sind, dass bestimmte Kraftausdrücke nicht fallen oder dann eben auch auffallen und dann die Mitarbeiter entsprechend korrigiert werden. Der Tonfall ist in dem Fall meines Erachtens nicht sehr professionell und für eine Führungsebene absolut unüblich. Die Drohung von Notheis zeigt Wirkung. Die Franzosen nehmen ihre Forderung zurück. Die Vertragsverhandlungen werden fortgesetzt. Stefan Mappus hält sich ans Drehbuch, exekutiert, was andere ihm vorgeben. Die Franzosen fordern absolute Geheimhaltung und Stefan Mappus schottet sich ab, trifft einsame Entscheidungen. Mappus bekommt seine Informationen ausschließlich von Dirk Notheis. Der tut sich schwer, im Untersuchungsausschuss darzustellen, wie er mit dem Ministerpräsidenten tatsächlich kommunizierte. Ich habe jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, wie häufig wir telefoniert haben. Zumindest die E-Mails lassen sich ja nachvollziehen, inwieweit die Kommunikation. Also es müsste dann telefonisch, theoretisch persönlich gewesen sein. Also mailmäßig taucht der Ministerpräsident so gut wie nicht. Ich glaube, an den zwei Tagen glaube ich sogar gar nicht. Das habe ich jetzt nicht 100% im Kopf. Weiß es auch nicht genau. Aber wir haben meiner Meinung nach regelmäßig gesprochen. Wenn es irgendwelche wichtigen
Aspekte, Ereignisse aus der Verhandlung gab. Habe ich ihn darüber unterrichtet? Ich glaube, man muss die Person Mappus kennen, um manches in diesem Fall zu verstehen. Und es ist in der Tat so. Herr Mappus ist ein höchst misstrauischer Mensch, der vielen nicht getraut hat. Wir haben ja die Geschichten, dass Telefonate geführt wurden, dass der Fahrer den Wagen verlassen musste, wenn Telefonate geführt wurden, dass er nachts nach Frankreich geflogen ist, um am nächsten Morgen wieder an seinem Schreibtisch zu sitzen und keiner hat es gemerkt. Das ist schon fast so eine Art paranoide Grundstimmung, die man da spüren kann. Auf der anderen Seite gehört zu Herrn Mappus aber auch das Bild, dass er den Menschen, denen er vertraut, eben 100.000-prozentig vertraut. Und wenn er Menschen wie Herrn Notheis vertraut, dann hat er eben hier nicht nur einen politischen Fehler gemacht, sondern wahrscheinlich auch menschlich versagt. Bei der EDF, bei Morgan Stanley und in der Anwaltskanzlei arbeiten Hunderte von Mitarbeitern Tag und Nacht an diesem Deal. Innerhalb von 9 Tagen wird er durchgezogen. Im Staatsministerium aber sitzt Mappus allein und vertraut auf seinen Freund und fremde Anwälte. Für mich ist dieser Mappus ein Exempel für die neoliberale Selbstentmächtigung der Politik. Ich habe selber keinen gestalterischen Impetus mehr. Ich beuge mich dem Markt, ich beuge mich den großen Weltfirmen, Morgan Stanley, und versuche den Anschein zu erwecken nach außen hin, ich bin selber der große Auftreter, der große Macher. Es hat was von Selbstentmächtigung. Stefan Mappus gerät in die nächste Zwickmühle. Die Franzosen wollen Verhandlungen ohne Bedingungen. Niemand soll das Geschäft gefährden, kein fremder Investor und vor allem kein Parlament, das sich in letzter Minute querstellen könnte. Offiziell bestreitet die EDF, den Deal vorbei am Landtag in Baden-Württemberg gefordert zu haben. Doch klar ist, sie akzeptiert keinerlei Bedingung. Aber Stefan Mappus glaubt nicht, dass solch ein Milliardengeschäft ohne den Segen des Parlaments möglich sein wird. Der Ministerpräsident hat gesagt, ich glaube, ich brauche das Parlament für diese Transaktion. Und ich biete entsprechend einen Vorbehalt gegenüber der EDF in den Verhandlungen durchzusetzen. Es ist uns nicht gelungen, diesen Vorbehalt in den Kaufvertrag hineinzuverhandeln und entsprechend hat sich dann der Prozess begeben, wie besprochen. Der Weg am Parlament vorbei, ausgetüftelt von den Anwälten. Zunächst waren sie ebenfalls der Auffassung, das Parlament müsse gefragt werden. Doch mit Mappus sprachen sie darüber nie. So wollte es Dirk Notheis. Und dann sagte Herr Notheis, Herr Mappus möchte den Weg aber gehen, ohne Parlamentszustimmung, ohne vorherige. Und er wird ihn gehen, wenn er irgendwie begründbar ist. Und er ist auch bereit, verfassungsrechtliche Risiken einzugehen. Und zwar eher als andere Risiken, die mit einem anderen Weg verbunden wären. Ist heute noch möglich. Die Anwälte finden einen Weg, wie Mappus das Parlament umgehen kann. Mappus sitzt bei einem pikanten Termin. Es geht um Stuttgart 21, als ihn die frohe Botschaft von Dirk Notheis erreicht. Natürlich per E-Mail. Weg ist abgesegnet. Mappus soll das sogenannte Notbewilligungsrecht in Anspruch nehmen. Eigentlich gilt es nur für Katastrophenfälle. Damit kann er nun Milliarden bewegen, ohne das Parlament fragen zu müssen. Der Kauf eines Aktienpakets als Notfall der Landespolitik. Es ist etwas ja, ganz Fatales, dass er offensichtlich den Eindruck hat, Demokratie ist diesem Marktgeschehen nicht gewachsen. Die demokratischen Institutionen stören. Der Landtag stört. Das Kabinett stört. Die ministerialen Strukturen stören. Ich bin, um diesem Geschäft gewachsen zu sein, auf mich allein gestellt. Alles soll geheim bleiben. Das Kabinett weiß noch gar nichts. Doch das Notbewilligungsrecht, § 81, hat einen Haken. Stefan Mappus braucht jetzt den Finanzminister. Er muss die Notbewilligung unterschreiben. Ein wichtiger Mann also. Die Frage ist nur, wann soll Mappus ihn informieren? Dirk Notheis hat natürlich eine Antwort.
Wenn du ihn am Montagmorgen in den Griff bekommst, dann würde ich ihn noch nicht vorab informieren. Stefan Mappus bestellt den Finanzminister am Sonntag ein, am späten Abend. 2 Stunden lang lässt er ihn vor der Tür warten, ohne ein Wort der Erklärung. Dann erst wird der Minister eingeweiht. Willi Stechele kann nur noch unterschreiben. Ich bin jetzt nicht abends dann ins Bett gegangen und sage, jetzt bist du einer Ente aufgesetzt, jetzt bist du einer Falschberatung aufgesetzt. Das war nicht der Fall. Das ist mir ganz wichtig, weil das ist das, was für mich entscheidend war, dass ich rausgegangen bin und gesagt, jawohl, nach Artikel 81 ist das machbar. Einer Zeitung sagt er später, es ist eine Schweinerei, die da passiert ist. Weil andere vor ihm Bescheid wussten. Der Tag der Entscheidung, Kabinettssitzung in der Villa Reitzenstein. Die Minister müssen zustimmen, eine große Wahl haben sie nicht. Obwohl dem damaligen Justizminister Übles schwant. Ab dem Zeitpunkt war mir klar, dass wir ein rechtliches Problem haben. Trotzdem, er schweigt. Wie die anderen Minister. Jetzt stehen Sie düpiert da, als diejenigen, die umgangssprachlich gesagt einen Schwanz eingezogen haben, die sich klein gemacht haben, die sich vom Ministerpräsidenten haben überrollen lassen, die gebuckelt haben, da, wo sie hätten aufrecht stehen müssen. Der Deal ist unter Dach und Fach. Dirk Notheiß kann den Ministerpräsidenten zur Kasse bitten. Morgan Stanley braucht dringend ein finanzielles Erfolgserlebnis. Wir sind laut Vertrag gehalten, die Rechnung zu stellen. Macht 12,8 Millionen Euro plus Mehrwertsteuer. Spricht aus deiner Sicht irgendetwas dagegen, die Rechnung jetzt zu stellen? Gruß, Dirk. Und Stefan Mappus antwortet. Geht es auch, die Rechnung in circa 3 Wochen zu stellen und die Bezahlung unmittelbar nach der Wahl durchzuführen? Die ist heute in 32 Tagen. Liebe Grüße, Stefan Mappus. Für dich mache ich doch alles. Wann genau sollen wir die Rechnung stellen? Sag mir das Datum. 25. März? Wäre super. Liebe Grüße, Stefan Mappus. PS, falls die Kohle nicht mehr reicht, ich spendiere im Staatsministerium warmes Essen und warme Getränke. Nur 2 Monate nach dem Deal brechen die Grundlagen für dieses Geschäft zusammen. Fukushima. Der Atomausstieg in Deutschland. Die NBW-Aktie stürzt ab. Stefan Mappus verliert die Landtagswahl. Der Grüne Winfried Kretschmann kommt an die Macht. Inzwischen hat der Staatsgerichtshof den Deal für verfassungswidrig erklärt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreue. Obendrein kommt heraus, Stefan Mappus hat seine Festplatte von damals schreddern lassen. Heute räumt der ehemalige Ministerpräsident Fehler ein. Die gewählte Vorgehensweise war aus den genannten Gründen zwingend. Aber sie war für einen normalen, geordneten und eigentlich alltäglichen Verfahrensablauf einer Verwaltung in gewisser Weise auch eine Zumutung. Notheiß ist nicht mehr Deutschlandchef von Morgan Stanley. Und er hat sich inzwischen für den Ton in seinen E-Mails entschuldigt. Der Banker und der Ministerpräsident gestartet zum gemeinsamen Höhenflug, der nur im Absturz enden konnte. Für Notheiß und für Mappus. Er respektiert das große Geld. Und er, in seinem ganzen Verhalten, bringt etwas zum Ausdruck, was ein demokratischer Politiker einfach nicht darf. Nämlich den Satz unterschreiben und akzeptieren, dass Geld die Welt regiert. Es ist eine fundamentale Beleidigung von Demokratie und von Volksherrschaft. Der CDU-Ortsverband in Wurmberg steht zu Stefan Mappus. Das kleine Einweihungsfest ist in vollem Gange. Applaus für den Mappus-Steg. Ich glaube schon, dass es ihm auch was gebracht hat, für uns als auch für ihn.
Er hat gesehen, dass auch noch etliche zu ihm halten, ja, die auch einfach erkennen, dass die Werte da sind, die wir brauchen, auch in der Gesellschaft. Also ich denke schon, er fühlt sich hier.